Ich habe hier den Meteor 65 Tiny Whoop, die Pro-Version, also mit den 35mm Propellern. Das ist die 2022 Version mit den leichteren neuen Motoren, die auch 0802 sind, mit 19.500 kV. Die Kamera wurde auch verbessert. Es ist jetzt eine mit 1200 Zeilen, also eine Kamera, die eine höhere Auflösung hat. Und der Videosender ist getrennt vom Mainboard, ist an der Kamerahaube montiert. Das ist eine Express-LRS-Version. Auf dem Board ist Express-LRS 2.4 aufgespielt. Der Vorteil ist hier, das ist ein Empfänger, der total unabhängig von dem Mainboard, von dem Flugcontroller arbeitet. Das heißt, ich kann den Express-LRS bei Bedarf sogar auf die Version 3.0 aktualisieren. Was sich auf jeden Fall zu der alten Pro-Version geändert hat, das Frame ist minimal größer, sodass die Propeller nicht mehr an dem Frame kratzen. So läuft der nämlich deutlich besser und ruhiger. Ich bin mit dem jetzt sehr zufrieden. So wie der ist, gefällt er mir und fliegt sehr gut. Der Meteor 65 Pro wiegt knapp 23 Gramm. Und dazu kommt so ein 300 mAh Akku. Dann sind es 31,15 Gramm. Mit dem 300 mAh Akku komme ich ungefähr indoor auf 5 Minuten Flugzeit. Ich habe noch so kleine Akkus mit 260 mAh, dann wiegt das Ganze 1 Gramm weniger. Ich habe hier ein Ladegerät für zwei Akkus, den ich auch als Tester benutzen kann, als auch zum Aufladen der beiden Akkus. Die Kamera ist fest eingebaut, hat einen festen Winkel von 20 Grad. Es gibt einen Adapter, der eine größere Neigung hat mit 30 Grad. Den kann ich später verwenden, wenn ich schneller fliegen möchte. Mit der 20 Grad Neigung der Kamera kann ich sehr gut ruhig in der Wohnung fliegen üben, da die Kameralinse sehr weitwinklig ist. Diesmal drehen sich die Propeller zur Kamera hin oder zu der Antenne und ich habe Einsatz-Ersatzpropeller dabei. Der Meteor 65 passt wunderbar in die Aufbewahrungsbox mit dem kompletten Zubehör. Die Kamerahaube ist mit drei Schrauben befestigt und ist sehr robust. Hier oben sieht man den M03 Videosender, der 25 bis 350 mW Senderleistung hat. Das ist hier die Antenne von dem Express-LRS Empfänger. Der Flugcontroller hat sogar eine Blackbox mit 8 MB Speicher. Die Motoren werden mit 5 Ampere SCs angetrieben und BlueJay Firmware ist bereits vorinstalliert, sodass der Quad und der Betaflight RPM-Filterung verwendet. Ich kann den Meteor 65 direkt mit einer Leitradio 3-Funk verbinden. Voraussetzung ist, dass es eine Leitradio 3-Funk mit Express-LRS-Modul ist. Das Koppeln erfolgt sehr einfach, um den seriellen Express-LRS-Empfänger im Bind-Mode zu versetzen, muss ich den Akku dreimal reinstecken. 1, 2, 3. In dem Moment blinkt die LED zweimal je Sekunde. Die Leitradio 3-Funke muss ich nur einschalten. Zum Koppeln drücke ich den Bind-Knopf. Die LED leuchtet rot. Sobald es blau ist, sollte die LED hier dauerhaft leuchten auf dem Meteor 65. Und jetzt sind beide verbunden. Nun ist alles vorbereitet, um den ersten Flug zu machen. Der Schalter SA ist für die Motoren einschalten. Der SB-Schalter für Acro-Modus oder stabilisierten Modus. Und der SC-Schalter ist für Flip-Over After Crash. Das heißt, wenn die Drohne auf dem Kopf liegt, mache ich den Schalter an. Und die Motoren kann jetzt über die Knüppel jeweils zwei Motoren drehen lassen, bis sich der Quad richtig umgedreht hat. Und der Schalter SD ist unbenutzt. Besitzt man bereits eine Fernsteuerung, die kein Express-LRS hat, lohnt sich hier ein externes Modul zu holen, wie hier das Micro-TX-Modul mit 500 mW oder vielleicht direkt das schöne in schwarz 1000 mW Express-LRS-Modul mit der schwarzen Moxon-Antenne. Also kann der Meteor 65 Pro auch mit einem großen Funke geflogen werden. Auf Sicht fliegt der Meteor 65 sehr gut. Der Quad ist gut eingestellt und fliegt nicht zu aggressiv.
Die neue C03-Kamera hat ein sehr gutes, detailliertes Videobild, auch wie hier am Abend bei mittelmäßigem Licht. Der Winkel der C03-Kamera ist vor allem schön groß. Vergleiche ich die C03-Kamera mit der Runcam Nano 3, dann habe ich sichtbar mehr Auflösung im Bild. Das ist in der FPV-Brille besser zu erkennen als hier in der Aufnahme. Hier noch einmal der Vergleich von dem Sichtfeld der C03 und der Runcam Nano 3 Kamera. Die C03 Kamera hat deutlich mehr Sichtweite, was das Fliegen in der Wohnung leichter macht, weil man einfach mehr sieht. Bei mehr Licht, wie hier tagsüber, ist das Bild noch besser in der FPV-Brille. Der Meteor 65 fliegt gut und ausgewogen, obwohl er nicht der leichteste ist mit dem 23 Gramm Gewicht. 1 oder 2 Gramm weniger wären mir lieber. Aber dafür ist der Videosender nicht auf dem Flugcontroller und so wird der Flugcontroller nicht vor dem Videosender erhitzt. Mehr Temperatur auf dem Flugcontroller kann schon den eingebauten Empfänger stören. Unter Betaflight ist alles gut eingestellt. Ich habe die nervige Batteriewarnung erst ab 3,2 Volt eingestellt, weil man mit dem Akku bis 3 Volt Spannung fliegen kann. Danach ist der Akku definitiv leer. So komme ich auf knapp 5 Minuten Flugzeit, bei schon hier schnellerem Fliegen. Hier unter Motoreinstellungen sieht man, dass bidirektional D-Shot eingestellt ist. Also RPM-Filterung ist an. Insgesamt ist der Meteor Pro sehr gut geworden. Die neuen Motoren finde ich gut. Ich denke, die Motoren verbrauchen weniger Strom als die alten, schwereren Motoren in Schwarz bei dem alten Meteor 65. Die C03-Kamera ist auch deutlich besser als die alte C02-Kamera. Die Kamerahaube sorgt für genug Kühlung von dem Videosender. Ein guter Tiny Whoop, den ich für Indoor-Fliegen empfehlen kann. Den Link zu dem Meteor 65 Pro, der Leitradio Funke oder dem Express LRS Micro TX Modul findest du in der Videobeschreibung. Und nutze meinen 20% Coupon für Black Friday. Also viel Spaß beim Fliegen!